Daryl Pavlovic, Sie kommen aus einer Familie, in der der Sport ganz weit oben steht. Ihr Vater ist Torwart, Ihr ältester Bruder ist Torwart, Sie selber sind auch Torwart. Warum haben Sie sich für das Tor entschieden? Ich meine, wenn man in einer Torwartfamilie aufwächst, ist es schwer, Spieler zu werden, oder nicht? Naja, aber soweit ich weiß, waren Sie auch davor mal im Feld. Genau. Ne? Also ich war ursprünglich im Feld. Mit 4 Jahren habe ich angefangen. Aber ich habe immer wieder mal mit meinem Vater und meinem Bruder auch im Tor ein Training absolviert und letztendlich bin ich dann Torwart geworden. Aber warum kam es erst, dass Sie im Feld waren und dann später erst ins Tor gegangen sind? Im Feld hat es mir mehr Spaß gemacht, aber dann bei SV Waldperlach, als ich gespielt habe, ist unser Torwart ausgefallen, also er hat aufgehört und dann war ich mehr oder weniger gezwungen, ins Tor zu gehen. Dann lassen Sie uns mal über Ihren Vater reden, von dem Sie ja das meiste auch gelernt haben. Er ist der Torwarttrainer, aktuell ist er bei SV Neuperlach, VfR Garching, FC Pippinsried und dem Kirchheimer SC. Ja. Selber geht man auch mal in der Freizeit trainieren, da sind Sie dabei. Ihren Bruder trainierte ja auch beim KSC in der ersten Mannschaft. Was können Sie von ihm lernen? Von meinem Vater kann ich viel lernen. Also er hat mir alles beigebracht, was ich jetzt kann. Der hat mir auch, als ich im Feld war, hat er mir alles beigebracht. Also er ist eigentlich der beste Trainer, den man sich vorstellen kann. Was können Ihr Vater und Ihr Bruder von Ihnen lernen? Von mir lernen? Okay. Ich weiß nicht, also ich denke, ich bin ein aggressiver Spieler. Meine Mentalität ist, glaube ich, meine Stärke. Ich bin sehr laut und auf der Linie bin ich auch sehr stark. Also ich denke, da können Sie sich schon was abschauen. Welche Arten sind das so für Personen außerhalb des Feldes und auf dem Feld? Also mein Bruder ist auf dem Feld auch sehr aggressiv, und aber privat ist er eher ein ruhigerer Typ, ein angenehmer Lebenspartner. Und mein Vater ist eigentlich immer gleich, immer aufgedreht, lustig, kann auch mal ernst sein, wenn es um Fußball geht, aber sonst angenehm. Wie sieht so der Trainingstag aus? Naja, man packt halt die Sachen, geht zum Training und dann wird halt komplett zerstört. Also bei meinem Vater gibt es kein lockeres Training, da gibt es nur Vollgas und dann kommt man nach Hause und ist halt kaputt. Was ist das so für ein Training? Also was heißt kaputt? Der arbeitet viel mit Sprungkraft, viel mit Technik auch, also der macht viel mit Schnelligkeit. Wie trainiert er so mit Ihnen? Also Sie haben ja schon gesagt, so ein bisschen zerstören, aber wie hart ist es? Also Sprungkraft wird hier trainiert, was ja für einen Torwart wichtig ist und was sonst? Alles, was man sich vorstellen kann. Schnellkraft, Sprungkraft, Technik, alles, was man braucht. Er schaut halt immer auch, was meinem Bruder fehlt, was mir fehlt. Und wenn er merkt, da sind wir noch unterlegen, dann macht er halt das mit uns. Das heißt ja auch quasi, dass Ihr Vater so Ihr Mentor ist. Wie ist er so zu Ihnen, wenn er Trainer ist? Ist er witzig? Ist er streng? Wünschen Sie sich manchmal so, lass mich einfach in Ruhe? Na, also wenn ich mit ihm trainiere, also mich behandelt er nicht anders als die anderen. Er ist genauso streng zu mir wie zu den anderen, aber ich finde es auch gut so. Welchen Stellenwert hat so Fußball in Ihrer Familie? Also ja, wir wissen jetzt, 3 Fußballer, das heißt, die Mutter wird es nicht leicht haben, oder die Frau, ja. Wie schaut so ein Wochenende aus, wenn jetzt alle Spiele absolviert sind? In dem Fall wären es ja 6. Und man sitzt dann vielleicht Sonntag beim Frühstück und man redet wahrscheinlich über Fußball. Wie werden die Spiele analysiert? Sind die eher sachlicher oder sind da auch die Emotionen dabei? Wird es laut? Ja, so die Spiele werden eigentlich meistens auch nach den Spielen analysiert, wenn mein Vater dabei war. Es kann schon emotionaler werden auch. Kommt darauf an, was für ein Spiel das war, wie wichtig es war. Aber eigentlich im Normalfall, wenn wir dann mal frei haben von Fußball, dann versuchen wir auch die Zeit zu genießen, auch mal ohne Fußball. Was sagt er Ihnen dann so, also wenn Sie nach der U17 ein Spiel haben und es ist jetzt unglücklich verloren gegangen, ist das sachlich, wird er komplett laut? Nein, also er versucht schon immer ruhig mit mir zu reden, versucht mir zu erklären, was ich falsch gemacht habe. Ich versuche auch immer zuzuhören und dann sagt er halt immer, nächstes Spiel wird es besser und dann wird es meistens auch besser. Werden die Sachen noch umgesetzt, die ihr Ihnen mitgibt? Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also manche Dinge brauchen halt länger Zeit, bis man sie umsetzt. Aber im Normalfall versuche ich schon immer alles umzusetzen. Ist die Mutter mittlerweile auch infiziert mit dem Fußballvirus? Ist sie auch viel unterwegs bei den Spielen? Also sie versucht schon so oft wie möglich zu den Spielen zu kommen auch. Aber sie ist halt eher so die Managerin und Psychologin für uns. Also sie achtet eher, dass die
anderen Aktivitäten alles läuft, also Schule, private Sachen. Wenn sie sieht, uns geht's nicht gut, dann redet sie immer mit uns. Also sie ist schon immer für uns da und achtet halt, dass die anderen Dinge laufen. Sie waren ja, wie wir vorher festgestellt haben, im Feld. Sie sind seit der U15 jetzt bei den Münchner Löwen, sind aber erst zur U14 ins Tor gegangen. Also auch wie ihr Bruder eigentlich ein absoluter Allrounder, schon mal alles gespielt. Wie schafft man es innerhalb von 3 Jahren bzw. innerhalb eines Jahres, sich so ein Talent anzueignen, dass man bei einem NLZ-Verein oben mitspielt? Also es war ja nicht nur dieses eine Jahr, wo ich, also da war ich offiziell im Tor, aber wie schon vorhin gesagt, ich war oft mit meinem Vater und meinem Bruder trainieren, da habe ich mich auch oft ins Tor gestellt und mein Vater sagt immer, bei mir war es das Talent und bei meinem Bruder die harte Arbeit und da hat er wahrscheinlich auch recht. Würden Sie sagen, dass Sie verrückt sind, um ins Tor zu gehen? Auf jeden Fall, jeder Torwart ist verrückt. Was ist so Ihre Macke, dass Sie Torwart geworden sind? Also Oliver Kahr mit seinem psychischen Ausrastern oder dass er dann da einen Kung-Fu-Tritt raushaut? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich so war ich ja dazu gezwungen, weil wir ja kein Torwart mehr hatten. Aber das hat mir halt dann auch Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch dabei geblieben. Wie geht's jetzt weiter für Sie? Was ist jetzt so Ihr Ziel noch? Also ich will auf jeden Fall meine Schwächen zu meinen Stärken machen. Daran arbeiten, was jetzt ist. Schauen, dass ich wieder einen Stammplatz bekomme. Und dann schauen wir weiter. Welche Schwächen haben Sie momentan? Meine Schwächen, mir fehlt noch ein bisschen der Mut, mal weiter rauszukommen, bei Ecken zum Beispiel, bei Flanken. Und meine Beidfüßigkeit muss ich noch weiter ausarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.